Also Empathie wird ja in unserer Gesellschaft sehr, sehr positiv assoziiert. Empathische Menschen sind ja quasi irgendwie gute Menschen und narzisstische Menschen sind irgendwie eher böse Menschen. Dabei würde ich sagen, dass Empathie etwas ist, was erlernt ist und etwas, was eigentlich nicht unbedingt einen positiven Hintergrund hat, was natürlich seine Stärke hat, klar. Weil Empathie bedeutet ja, dass man sich in einen anderen einfühlen kann, dass man jemand anderen verstehen kann. Aber es kommt ja eigentlich daher, dass solche Menschen das lernen mussten. Weil ich meine, guck mal kleine Kinder an oder Babys, die sind nicht empathisch, die interessiert das nicht, wie andere sich fühlen, die sind einfach wie sie sind und wollen das, was sie wollen. Das ist eigentlich eine Art Strategie, dass man eben sich nicht sicher gefühlt hat als der, der man ist und meistens eben Menschen in seinem Umfeld hatte, die einem das Gefühl gegeben haben, dass man nicht sicher ist, weil die zum Beispiel sehr cholerisch sind oder eben unberechenbar sind, Stimmungsschwankungen haben, schnell wütend werden. Also, ne, weil an sich ist die narzisstische, also dieses narzisstisch Sein ist ja quasi einfach nur das Gegenstück von empathisch Sein. Das heißt, jemand, der narzisstisch ist, ist ja eher einfach nur vermeidend und eher einfach nur, okay, ich ziehe mich einfach raus und ich habe damit nichts zu tun. Ich gucke, dass ich überleben kann und dass es mir gut geht. Und Empathen sind ja quasi das Gegenstück, die einfach lernen, okay, ich muss gucken, wie der andere drauf ist, damit ich machen kann, dass der andere gut drauf ist, also dass mit ihm alles in Ordnung ist, damit ich sicher bin. Aber ich meine, beide Strategien kommen aus einem verletzten Selbstwert. Also dass man eben lernt, so wie ich bin, bin ich nicht sicher. Also ich kann nicht einfach ich sein.